Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rubin Randomizer nach Slot Soling Challenge mit dem überaus glücklichen Snaker. Servus und den angepiepten Loldrop. Ja, denn er hat jetzt ein fucking Suicune. Ich bin in den Pyrobergen. Ja, dann einmal kurz Pokémon fangen. Tauchen die einfach random auf, oder? Ja. Kann ich mit den Leuten hier reden? Ja, noch. Oh, jetzt habe ich schon was getriggert. Es ist Meditalis. Meditalis? Ja, Meditalis kann ordentlich raushauen. Gerade in der 6. Generation in der Mega-Entwicklung. Kann es schon mal fies werden. Gut, dass wir in der 3. Generation sind, also. Oh, eine Zitrobeere, her damit. Bavaria-Beeren, dankeschön. Und dann Papyrus-Beeren. Wollen wir jetzt hier die ganze Zeit Scanner und ich kann nicht angreifen spielen mit Italis oder wird das heute noch was? Die Wahrscheinlichkeit, dass Scanner dann noch trifft nach einem erneuten wie heißt es jetzt, einsetzen, verringert sich immer. So, Routen-Pokémon für Route 123 ist... Oh, Donphan. Bist du schon durch, oder was? Was heißt durch? Aus dem Pyroberg raus und nach unten hin kommst du zu Route 123. Achso. Meines Wissens haben wir dort noch kein Pokémon gefangen. Okay, Ripdonphan. Was? Ripdonphan. Was ist das? Das Pokémon, was da aufgetaucht ist bei dir, oder was? Ja. Hat sich also bei mir erledigt. Ich hab mein Routen-Pokémon Meditalis. Yay, nennt's Michael Jackson. Mittels Meditation erhöht Meditalis seine Körperenergie und schärft seinen 6. Sinn. Dieses Pokémon verbirgt sich, indem es eins mit den Feldern und Bergen wird. Okay. So, wir gehen nachher hier beim Pyroberg nach oben hin. Also die Leiter hoch. Ich nenne es nicht Michael Jackson. Sondern... Chameleon. Was das denn? Feinen Ort. Da habe ich einen Pokémaniac. Ich glaube, ich habe es falsch geschrieben. Scheiß der Hund drauf. Also soll ich jetzt wieder aus der Höhle raus? Oder du fängst ja halt nachher das gute Pokémon. Für Route 123. Ich gehe jetzt kurz raus. Okay. Ich hätte auch ein Valrasia fangen können. Valrasia. Wie auch immer. Ja, wir haben ein gutes Eis-Pokémon. Und ich habe eine Hyperball gefunden. So, dann auf in den Doppelkampf. 123. Wo ist denn hier Gras? Nach links. Und ihm erstmal an der Truller da vorbeischleichen. Okay, es ist. Zwirklop. Zwirklop? Oh ja. Ein gutes Pokémon. Ist ein Boden, oder? Geist. Geist! Geist. Oh, ich habe ihn die Koro weggekrittet. So, zack. Dann einmal Ruckzuckieb und einmal Blut. Toll, es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Wow, Voltenso. Setzt Funkensprung an meinem Voltenso ein. Das hat was gebracht. Echt?
Unlicht ist gut, oder? Unlicht? Ja. Gegen Geist? Ja. Kannst du wegkritten, je nachdem. Also das ist wegkritten will ich natürlich jetzt nicht. Beziehungsweise die Crit-Chance bleibt ja da. So, Finsterfaust. Mal, du hast daran Spaß, meine ganzen Pokémon zu verwirren, oder? Und ich habe gerade wieder gegrittet. Und Statik. Ah, stimmt ja. Und wir waren halt 288 Punkte. Dankeschön. Och, Leute! Was ist denn jetzt los? Verwirrt, 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 verwirrt. Ja. Gibt doch keine Paras, ey. So. Voltenso. Lass der Justin Bolt mal vorne. Hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Ja. Pokémaniac Mark. Oh wei, schlechte Karte. Ganz schlecht gewählt. Dolrak, Derpy Dörfer. Wendy, komm mal rein. Ich hab's gefangen. Ja gut. Und Eisenabwehr. Oh. Du bist wieder in der Höhle, oder? Ich bin in auf dem Friedhof ist das ja eigentlich, ne? Ah, okay. So, gut, komm. Swirklops Körper ist komplett hohl, es wird auch mit einem schwarzen Loch verglichen. Okay. Why not? Dolrak hat bei mir jetzt Brüller eingesetzt. Also wir wechseln halt mal alle durch. Eisenschweif. Ja, nicht sehr effektiv. Na komm, wir machen mal Surfer. Damit wäre dann das Pokémon weg. Und tschüss, Dolrak. Und ich gehe dann mal wieder zurück auf den Friedhof. Genau. Aber nach oben hin, ne? Ja, ja. Durch die Höhle quasi durch. Genau. So, der Pokémaniac, der hatte jetzt einen Steuerrack. Und das junge Glück hatte einen Voltenso und... Vergessen. Vergessen? Das ist ein gutes Pokémon. Nehme ich auch immer mit. Ja. Setzen, Belieber Nugget. Ah, brauche ich nicht. Okay. Hallo Togepi. Togetic. So, ahahaha, dies ist kein Platz für einen kleinen Hosenscheißer wie dich. Ahahaha. Wen nennst du hier Hosenscheißer? Einfach nach oben raus oder was? Einfach nach oben hin. Okay, ich habe gerade noch ein Routen-Pokémon da drinne, Dotri. Das nicht fangen. Ich weiß. Ich sag ja nur, dass es Dotri ist. Hab ich gesagt, dass ich es fangen will? Nein. Nein, bin ich blöd. Shit. Da ist jetzt Genesung rein. Ah, oh, gut. Der Pokémaniac kämpft auch, oder was? Ja. Wo muss ich denn hin? Nach rechts hin. Okay, gucken, ob ich an dem Pokémaniac vorbeikomme. Ja. Kannst du eigentlich alles mitnehmen. Unten links ist ein Item. Ich bin am Pokémaniac schon vorbei. Ja und? Kannst du dir trotzdem noch das Item holen? Ja. Und an dem jungen Glück, mit dem rede ich jetzt gar nicht. Superschutz gefunden. Okay. Ne, mit dem jungen Glück kannst du ruhig machen. Ist recht einfach. Ich habe gerade hier noch ein Regesi. Was? Sieht aus wie ein hässlicher Roboter. Reckeis. Regieis. Reckeis. Bei mir ist er jetzt Reckeis. Reckeis, ja. Gereckt oder was? Get wrecked eyes. Get wrecked. yeah. Weißt du machst dich manchmal echt fertig. In Nerkoro und Voltenso. Ja genau, in Nekoro. Da kann ich ja, Nuramon und Yoshi schon schön vorne lassen. Passt perfekt. Ja.
Und ich lasse jetzt alles mal hier mein Gengar machen. So, zack. Hier, ja, okay, ich möchte kurz wechseln. Wendy, lass mal kurz schauen. Du kannst doch Blitz. Ich wollte schon sagen Blitz, aber hey. Blitzbiss! Das wäre mal eine Attacke. Blitzspliss, das ist dann gegen Frauen. Blitzbiss. Weil Undicht ist ja sehr effektiv gegen Psycho. Ja, er hat Funkensprung auf heiliges Kanonenrohr. Auf Farblu? Nein, auf Yoshi. Yoshi ist Aerodactyl, ne? Ja. Eigentlich müsste das nicht so effektiv sein, beziehungsweise normal effektiv. Es hat ihn fast umgebracht. Bitte was? Ja. Gut, Aerodactyl ist natürlich von Typ Flug. Ganz klar, das ist ja doch, Elektroattacken sind ja da sehr effektiv. Ja, ich habe einfach kurz Aerodactyl rausgenommen. Aber es hat einen Zweitstypen. Da wäre es eigentlich normal effektiv. Es hat richtig wehgetan. Von 99 auf 32. Reicht das als Antwort? Ja. Oh. Und du gehst jetzt mal mit nach vorne. Das sieht mir nach einem Kämpfer aus. Ja. So, an dem Maniac bin ich vorbei. Sehr gut. Ich habe noch einen guten Pokémon geticket. Was da wäre? Skorkla. Skorkla? Ja, das ist gut. Aber ich kann ja eh nichts mehr fangen. Ich habe ja schon Michael Jackson. Michael Jackson. Ich muss einfach immer nur nach oben, oder was? Immer weiter nach oben und dann geht's einmal schnurstracks nach unten. So, Marshak ist auch down. Oh, war sogar ein Crit. Jo, warum nicht? So, Level Up für Fump. Boah. Und dann als nächstes noch Hariyama. Ach ja. So. Na komm. Slimog. Slimog? Wo war denn in Slimog? Auch als Gegner, als Routen. Nein, shit. Ah, was ist das denn für ein Pokémon? Dein Wappe darfst du nicht mehr benutzen. Wie? Ja, ist weg. Was hast du gemacht? Pump ist gestorben gegen Hariyama. Normalerweise hättest du es überlebt, aber Überwurf und es war angekratzt. Ein wildes Lashoking. Jetzt kann ich Pump nicht mehr benutzen, Wapu nicht mehr benutzen. Ja. Damit ist das nächste Pokémon weg. Och Mann! Dann setzt natürlich Wirbelwind ein. Oh, Levitan. Ja. Ah, da muss ich jetzt quasi Flug Yoshi beibringen. Mhm. Fliegen meinst du? Ja. Mhm. Och Mann! Oh Mann! Weil es hätte eigentlich bestimmt überlebt. Aber dann kann ich mein legendäres Pokémon wenigstens einpacken. Ja. Müssen wir nur noch gucken, womit wir es bei dir verbinden. Mhm. Ein Dragoran! Ist ja nicht so, als hätte ich das schon. Du hast ein Dragonier. Aber ich bin auf dem besten Weg dahin. So, oh, hallo, ein Knogger. Hallo, Knogger. Knogger ist die Weiterentwicklung von Fragosso. Weiß ich. Bei den Pokémon der Generation 1 kenne ich mich auch aus. Hätte rein können. Ich habe gerade TM30 gefunden. Wo waren die denn? Ich bin, glaube ich, ganz oben. Hast du auch alle Kämpfe gemacht? Ich bin an allen vorbeigelatscht. Und ich mache hier alle Kämpfe. Du musst alle Kämpfe machen. Wieso? Ich hab Bock, noch mal hier hinzugehen. Ich muss alle Kämpfe machen? Ja. Wieso?
um vielleicht dein Team ein bisschen zu trainieren? Brauche ich nicht, ich will hier raus. Ich habe gerade Lachsrauch gefunden. Lachsrauch, ja, Prost Mahlzeit. Der Stein ist irgendwie heller als der andere, kann ich damit was machen, ne, oder? Welcher Stein? Ich bin von oben runtergesprungen. Ja, Moment. Ich sei alt, ich mache alle Kämpfe mit, im Gegensatz zu dir. Spring ich halt mal hier runter. Du kannst sie natürlich auch ansprechen, ne? Den Stein? Ja. Ne, der Stein redet nicht mit mir. Ne? Ne. Der ist eingeschnappt. Von allen Seiten? Ja. Okay. Ja, eine habe ich jetzt noch nicht probiert, da gehe ich jetzt gerade hin. Wow. Ne, der spricht damit mir auch nicht. Viermal getroffen, dankeschön. Ich bin jetzt wieder unten bei dem Ich bin jetzt wieder unten am Eingang. Okay. Kann ich hier wieder raus? Ja, du musst aber nach links hin. Ah, okay. Also du musst in den Pool dann links. Okay. Welches Level haben die? Kann ich nicht sagen. Aber wir müssen eh für die nächste Folge, wir müssen jetzt das Pokémon wechseln gehen. Jetzt gerade erstmal nicht. Ja, aber sobald wir jetzt die Folge beendet haben, weil wir sind schon bei 17 Minuten. Ja. Ich bin aber noch im Kampf. Ja, dann komm mal da raus. Was meinst du, was ich mache? Ich gehe schon mal in Richtung Safari-Zone. Du willst unbedingt dein Suicune drin haben, ne? Nein, ich muss nur einfach Volley wegmachen. So, ich habe jetzt auch hier einen 30 gefunden. Weil der Lolldrop es auf dem Gewissen hat. Ja, klar. Komm, einmal darf ich auch so Jurassic quatschen. Wenn es euch gefallen hat, gerne noch einen Daumen oben da lassen. Und bis dann sage ich schon mal tschüss. Tschüss.